So, dann wünsche ich uns allen doch erstmal einen wunderschönen Dienstag. Sonnig ist der momentan hier im Süden. Ich hoffe, bei euch ist auch alles klar. Erlaubt es mir kurz wie immer zu Beginn die Frage, ob ihr den Bildschirm seht und mich auch hören könnt. Schaut deswegen auch immer gleich mal auf die Chat-Funktion. Das passt immer ganz super. Der Raum füllt sich. Wir sind ja schon über der Zeit. Kein Bild, Marc. Das wundert mich, weil Jens, Wolfgang, Christoph, Michael und Co., Matthias, Grüße an der Stelle, bestätigen, dass alles läuft. Das finde ich wunderbar. Deswegen, Marc, schau mal, du bist vielleicht auf einem falschen Monitor unterwegs. Ich weiß es nicht. Letztlich möchte ich euch recht herzlich begrüßen, liebe Teilnehmer. Ich sehe auch, dass Christoph schon da ist zu unserem heutigen Event. Klarerweise habt ihr euch hier angemeldet, denn heute steht hier 1600 mitteleuropäischer Zeitzone unser ja, Algo-Handel-Expert-Advisor-Event mit unserem ja doch schon fast schon All-Star-Gast Christoph Enslin aus den USA auf der Agenda. Ich freue mich, dass Christoph heute wieder uns ja beiwohnt, hier am frühen Morgen in den United States. Ich werde jetzt auch gleich mal den Mike sozusagen aktivieren. Das Mike vielmehr. Grüße an der Stelle nach Übersee, Christoph. Geht's dir gut? Ja, danke für die Begrüßung, Christian. Mir geht's gut. Ich hoffe, Super. dir auch. Ja, du, im Zeitalter des Corona-Wahnsinns muss man ja froh sein, dass man hier tatsächlich wohlauf ist und alles in bester Ordnung. Und insofern freue ich mich, dass du auch wieder fit da bist, auch für uns und unsere Community, unsere Trader-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Christoph hält uns ja hier schon seit langer, langer Zeit die Treue. Und ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr schon einige Events haben stemmen können. Das letzte Mal war es ja wieder ein Stück weit Live-Programmierung, was wieder sehr komplex war. Heute ist es ein Stück weit natürlich wieder grundsätzlich ums Algo-Thema. Aber ich bin mal gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Insofern will ich gar nicht so viel der Vorrede verschwenden. Nur noch, wie gesagt, hier der Hinweis. Und klarerweise, liebe Leute, ihr handelt auf eigenes Risiko. Immer generell und auch natürlich, wenn ihr Expert Advisors nutzt, Schrägstrich auch, wenn Christoph hier live etwas vorführt oder auch einen Trade absetzt, müsst ihr euch natürlich immer bewusst darüber sein, dass er sein Risk Money Management im Griff hat und weiß, was er tut. Das muss jeder von euch auch wissen und jeder muss auch wissen, dass er auf eigenes Risiko handelt, wenn er denn handelt und dass das hier natürlich keine aktiven Handelsaufforderungen sind. Ganz klar. Und ansonsten gilt natürlich, liebe Leute, wenn ihr handelt, dann prüft mit wem, und hier ist natürlich JFD euer Marktzugang, euer Multi-Asset-Universum und Just Fan Direct ist nicht nur eine Floskel, sondern unsere Ethik. Und insofern herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Und ich werde jetzt den Bildschirm gleich mal rüberschieben und freue mich drauf, was Christoph uns da sozusagen darzubieten hat. Der Raum füllt sich weiter, wunderbar. Insofern habt ihr noch nichts verpasst für alle, die jetzt nochmal die letzten Stühle auf den hinteren Rängen besetzen. So. Bildschirmtransfer sollte laufen, Christoph. Du kennst dich schon aus. Jetzt geht's gleich rüber zu dir. Jawohl. Und dann frage ich noch mal kurz ab nach dem Bild und Ton. Jetzt habe ich schon wieder jemanden drin, der diesmal zwar sagt, kein Ton, aber ich habe in der Mehrzahl alles super. Hey, wir haben auch ein paar Damen zu Gast. Anne, sei gegrüßt an der Stelle. Danke auch für dein Feedback. Haben auch Ingrid noch dabei, Christina, also viele, viele Damen. Christoph, das wird wohl an deiner liegen, an deiner einer. Freue mich aber auf jeden Fall, dass wir natürlich auch weibliche Interessenten hier am Start haben, obwohl natürlich die Männerdominanz klar überwiegt, wie ich das mal so grob überblicke. Aber Christoph, the stage is yours. Ich bin gespannt, was du uns vorstellst. Wenn Fragen sind zu deinen Ausführungen, magst du es lieber summiert jetzt am Ende haben heute oder eher dann zwischendrin, wie es passt? Nee, ich würde sagen, da können wir einfach ja, mit reingrätschen, ab und zu, wenn es thematisch passt, wenn ich gerade mal einen Schluck Wasser trinke oder einen Schluck Kaffee. Okay, passt. Dann, wie sagt Uri Geller so schön, the stage is yours. The stage is mine, ja, das ist ja super. Ich wollte noch kurz zu den Damenanwesenheiten sagen. Ja, ich freue mich natürlich auch, aber jetzt nicht aus irgendwelcher, sagen wir mal, Attraktion heraus. Ich bin glücklich verheiratet und mit allem drum und dran. Aber ich habe selber auch festgestellt, dass das Thema für Frauen wie auch Männer interessant ist. Klar, es ist noch immer eine Männerdomäne, aber es gibt mehr und mehr Frauen, die sich für das Thema interessieren und die es meiner Ansicht nach auch teilweise besser checken als die Männer. Und das, also ich weiß aus meiner eigenen Familie zum Beispiel, dass also da will ich wundere mich nicht, sagen wir mal so, dass Damen anwesend sind.
Sehr, Gut. sehr gut. Kann ich auch nur bestätigen, Christoph, an der Stelle. Jawohl, sehr schön. Wie so am Anfang. Letztes Mal hat die Aufzeichnung nicht geklappt. Mr. Kamera, lag das daran, dass ich meine Kamera verwendet hatte, oder hatte das andere Gründe? Das hatte andere Gründe. Das hatte tatsächlich Aufzeichnungsgründe. Ich habe das jetzt hier nochmal double gecheckt. Diesmal läuft die Aufzeichnung für alle die, die vielleicht schon die Finger auf der Tastatur haben. Es wird aufgezeichnet. Geht auch eine Mailer wie üblich eigentlich an alle raus. Nur jetzt Murphy's Law. Anfang der Woche hatte ich auch ein Webinar. Da hat es meine Internetverbindung sogar mal gekappt. Das ist mir in den letzten 5 oder 10 Jahren gerade einmal passiert. Aber diese Woche genau zum Webinar hat sich mein Internet mal für ein paar Minuten verabschiedet. Kurios, aber das bleibt uns heute erspart. Wie gesagt, All Systems Running und du kannst einfach frohlockend loslegen und wir werden die Aufzeichnung verschicken. Weil dann, gut, super, weil dann werde ich mal die Gelegenheit nutzen und mich auch per Kamera zeigen, wenn das funktioniert. Mal zumindest ganz kurz, damit man sehen kann, wie ich aussehe. So, genau, das bin ich. Ich bin der Christoph und ich wollte mich mal erstmal ganz kurz dazu melden, dass ich, was für Intentionen, was für Absichten ich heute habe in diesem Webinar. Ne? Was mich mein Schwiegervater mal gefragt hat vor über einem Jahrzehnt, ist, erzähle ich euch jetzt, was für Intentionen ich habe. ich habe dreierlei Intentionen. Erstens möchte ich Ihnen, oder sagen wir mal, ich mache jetzt einfach mal euch, ich versuche mich ans euch und du zu halten, obwohl mir da wahrscheinlich immer wieder das Ihnen und die und so weiter, das Sie, das Förmliche von der Zunge laufen wird. Also, ich möchte Christoph, euch helfen, Profit. Ja? sorry, du bist so gut im Intro-Flow, ich will ja auch keine Unterbrechung starten, aber mir wird hier gerade gesagt, dass die Webcam derzeit die Internetverbindung lahmt und du bist bei mir auch sehr, sehr pixelig zu sehen. Am Anfang sehr, sehr gut und mit dem Intro von dir alles, also man kann nur Facetten von dir sehen, also es ist wirklich nur gepixelt und das und jetzt kam mir noch eine Warnmeldung von GoToMeeting, das ist wahrscheinlich eine Netzwerkverbindung. Wir müssen über See hier noch dran arbeiten, dass wir mit 5G loslegen, dann sind wir Echtzeit unterwegs und dann gibt es solche Spirenzchen nicht mehr. Es ist echt eine traurige Entwicklung teilweise, wie wir internettechnisch hinterherhängen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in North Carolina ist, aber die Verbindung sollte jetzt wieder stabil sein. Nicht zu viel bewegen, Christoph, das wäre auch noch ein Trick. Aber letzte Mal waren wir total flat von der Übertragung. Aktuell war es aber sehr pixelig. Okay. Ja, das liegt wahrscheinlich an meinem Ende. Ich wohne hier wirklich am buchstäblichen Ende der Leitung. Genau, also da bin hier irgendwo auf dem Lande in North Carolina. Jetzt sage ich einfach mal ganz kurz was zu mir, wenn wir schon dabei sind. Also ich wohne in den USA, Nähe der Ostküste, also das heißt Nähe, das sind dann auch 8 Stunden weg. Das ist so, wie wenn ich in Stuttgart wohne und sage, ich wohne in der Nähe von der Nordsee. Aber in den USA ist sind halt 8 Stunden in der Nähe von, so ein bisschen. Also ich wohne North Carolina, das ist so zwischen New York und Florida. Das kennt man vielleicht an der Ostküste. Und das ist so, genau, so ein bisschen mittendrin. Genau, wie bin ich hierher gekommen? Wir sind vor 10, also vor offiziell 8, vor inoffiziell 10 Jahren hierher gezogen. Meine Frau ist Amerikanerin. Davor hatten wir in Deutschland gewohnt. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, bin dort zum Gymnasium gegangen und habe dann studiert und vorher Banklehre gemacht und Zivildienst und genau, und dann war ich irgendwann mal im Firmenkundengeschäft bei zuerst der Hypovereinsbank und dann bei der Deutschen Bank. Speziell jetzt Devisen-Sales für Firmenkunden, die haben hauptsächlich das Thema Devisen für Hedging benutzt, also wirklich das Absichern von wirklichen realwirtschaftlichen Grundgeschäften. Natürlich ein bisschen anderer Ansatz als das Trading, aber natürlich sehr, sehr tradingnahe. Da trifft man natürlich auch immer wieder auf das Trading-Thema, ist ganz klar. Genau, und jetzt bin ich halt in den USA gelandet, bin seit 2010 selbstständig, war zuerst als Consultant unterwegs und mache aber seit 2012 die EA-Programmierung, also Expert Advisors, Algos für den MT4 und den MT5. Genau, und das ist so, ich denke mal, seit 2015, 2016 lastet mich das mehr als Vollzeit aus und da bin ich sehr dankbar und zufrieden damit. Das kann ich von überall aus in der Welt tun.
Und deswegen macht sich das Prinzip ein, ist es einerlei, ob ich in Stuttgart sitze oder hier in North Carolina am Ende der Leitung. Genau, jetzt zu meinen Intentionen, die für dieses Webinar. Also ich möchte Ihnen, euch helfen, profitabel zu traden mit Hilfe von AAs und automatisierten Algos. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Ich selbst habe leider auch noch nicht den Stein der Weisen gefunden, aber bin vielleicht schon ein paar Schritte voraus. Deswegen möchte ich das teilen, was ich inzwischenzeitlich schon erfahren konnte, aus teilweise natürlich aus Lehrbüchern und aber viel natürlich aus eigener Erfahrung. Intention Nummer 2 von 3 ist, ich möchte bei JFD dazu beitragen, einfach attraktive Webinare anzubieten. Das ist mir deswegen wichtig, weil wiederum aus wegen Punkt 1, weil ich möchte, dass so viel wie möglich von euch profitabel traden können. Dazu muss man aber einen guten Broker auswählen. Und wenn ein Broker gute Webinarinhalte hat, das ist zumindest ein Grund, ein zusätzlicher Grund, warum man einen Broker vielleicht mal auswählt oder nicht oder vielleicht mal zumindest ausprobiert oder ihm eine Chance gibt. Deswegen bin ich da sehr, sehr gerne und zugange. Kurze Einblendung, wie heißt es, Disclosure, Full Disclosure. Ich werde nicht von JFD bezahlt, sondern ich mache das quasi auf eigene Lust und Laune. Und das bringt mich aber zu Punkt Nummer 3, zu Intention Nummer 3, dass ich mich Ihnen und euch vorstellen kann, darf, damit ihr einen ehrlichen Eindruck von mir bekommt, vielleicht von meiner Arbeit, von meiner Arbeitsweise und euch vielleicht irgendwann mal überlegen könnt, mein Kunde zu werden. Und deswegen mache ich Punkt Nummer 2 eben quasi, oder das finanziert dann meine Arbeit hier, die ich jetzt während dieser 45 bis 60 Minuten mache. Wahrscheinlich wird es 60 Minuten, jetzt brauche ich schon wieder viel zu lang für das Intro. Aber ich denke, es ist wichtig, dass ihr wisst, um was es geht, um wen es hier geht. Genau, Chris? super, Christoph, super gesagt. Danke fürs Intro, ist auch nicht abgesprochen. Genauso rennt es ab und Fairness, Transparenz sind nur wichtig. Jetzt sind wir hier schon eine Viertelstunde fast am Intro oder ich bin, glaube ich, eine Minute zu spät gestartet. Wir gehen gleich in den Live-Part über, weil Andreas fragt auch schon zweimal: Hallo, 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 ist das live? Klarerweise ist das Webinar live. Und am Ende des Tages spricht Christoph natürlich auch live und wir können die Fragen hier aufnehmen. Also insofern gibt es aber im Nachgang dann dennoch die Aufzeichnung an der Stelle. Aber was wir hier sehen, ist zum Beispiel dann eben live der DAX, wo Christoph zum Beispiel eben ein EA von sich wohl draufgelegt hat. Und das werden wir uns jetzt hier im weiteren Verlauf anschauen. Ansonsten danke für deine Worte, Christoph. Freue mich, dass du unserer Community, unseren JFD-Kunden und auch die, die es noch werden wollen, hilfst. Und ansonsten ist natürlich auch immer wieder wichtig, liebe Leute, schaut, mit wem ihr handelt. Es gibt vielerlei Casino-Modelle hier in der Brokerbranche und wir, JFD von Trader für Trader, haben da wie gesagt schon eine ganz andere Firmenethik an den Start gebracht. Aber jetzt auf in die Action, Christoph, ich bin gespannt. Genau, legen wir los. Also es geht mir, ich will euch heute ein EA zeigen, den wir über die letzten Monate schön Stück für Stück entwickelt haben. Das ist der Bollinger Ausbruch. Ganz einfaches Modell, grundsätzlich. Also wir legen uns ein Bollinger im Prinzip zurecht, ein Bollinger Band. Das ist ein einfacher gleitender Durchschnitt plus minus eine gewisse Anzahl von Standardabweichungen, die eben auf eine gewisse Periodik gemessen wird. Und die normale Auslegung dieses Bollinger Ausbruchs ist, wenn wir nach unten ausbrechen, gibt es einen Short Deal. Wenn wir nach oben ausbrechen, gibt es einen Long Deal. Seht ihr hier aber schon quasi was anderes? Blaue Pfeilchen sind Long Deals, rote Pfeilchen sind Short Deals. Aber da komme ich gleich dazu. Wir hatten das angefangen. Die erste Variante dieses Bollinger Ausbruchs kam raus am 15. Mai. Und da hatte ich das will ich mal kurz zeigen, damit man sieht, wie das Ganze handelt. Ich mache hier mal nur bis zum Mai, also von Mai bis Juni, zeige ich mal, wie das gehandelt hätte oder gehandelt auch zum großen Teil gehandelt hat. Und das war so die Grundidee dahinter. So, ich zeige jetzt hier einfach mal den Backtest hier. Der aber sehr, sehr nah am wirklichen Echtgeld-Trading war. Hier angefangen hatte ich das Ganze wirklich im Echtgeldhandel am 15. Mai und ich halte das jetzt hier mal kurz fest, fixiere das. Also man sieht hier bei einem
In den Handelszeiten, also hier gab es natürlich schon vorher Ausbrüche, aber eingestellt war ab 6 Uhr der Handel. Ja, dann gab es hier einen Ausbruch nach oben, der Long wurde gehandelt, der ging dann in den Verlust, wurde dann in Short noch gehandelt. Warum kam der nicht gleich? Das ist noch ein kleiner Trendstärkefilter drin gewesen, deswegen erst hier unten der Ausbruch nach, ja, wurde der Ausbruch gehandelt und dann ging es erstmal hin und her, dann gab es einen kleinen Gewinn, dann gab es nochmal einen Gewinn und dann gab es nochmal einen Gewinn an dem Tag. Ich glaube, also dieser erste Tag, an dem wir gehandelt haben, ging was, so mehr oder weniger plus minus null raus. Und vielleicht ein kleiner Gewinn blieb übrig oder sowas, aber mehr oder weniger nicht der Rede wert. So, und dann lief das aber hier Stück für Stück weiter. Das lief für ein paar Wochen mit mehr oder weniger der gleichen, ja, mit der gleichen Einstellung. Und das ist also quasi die Standardeinstellung war da gewählt, den 20er Bollinger mit zwei, ja genau, den 20 SMA mit zwei Abweichungen. Und das war dann quasi die Einfachheit, die es dabei gab. Und wenn wir jetzt uns so einen Backtest anschauen, dann sieht man hier so eine schöne Equity-Kurve. Also wir fangen an bei 10.000 Euro, setzen pro Deal 1% Risiko ein und dann sah das alles natürlich super aus, ne? Das war auch wirklich mehr oder weniger so der Fall. Ich hatte es mit geringerem Kontokapital gehandelt und auch mit nur einem halben Prozent Risiko pro Deal. Deswegen war der absolute Gewinn bei mir nicht so hoch. Aber es hat trotzdem gereicht, um das erstmal sehr attraktiv aussehen zu lassen, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Und jetzt kam aber natürlich das, wie es so oft ist, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen weiterspielt. Ich mache es jetzt mal den Monat darauf, vom 18.06. bis 18.07. Dann war das halt plötzlich nicht mehr alles nur noch Gold, was glänzte, sondern dann ja, ging es noch ein bisschen bergauf und dann irgendwann kam dann der Drawdown, der ja, dann im Prinzip dann sehr, sehr viele Deals in Folge haben dann eben dieses 1% Dealrisiko pro Deal verloren. Da sieht man schon, aha, das ist ja alles toll, aber es geht halt auch mal runter mit so einer in so einer Systematik, ja. Und zwar so, auch so weit runter, dass zwischen quasi Monatsperiodenbeginn und Ende ein Verlust bleibt. Und in diese Situation bin ich dann reingerutscht sozusagen, habe ich mir überlegt, was könnte man denn da machen? Und innerhalb unserer Workshop-Serien, zusammen mit Workshop-Teilnehmern haben wir den EA entwickelt und immer Stück für Stück weiterentwickelt, kamen dann einige Ideen, unter anderem auch, ja, wenn das hier jetzt, sagen wir mal, die Verlustserie ist, dann wäre es doch vielleicht eine interessante Idee, das Ganze antizyklisch zu handeln. Ja, und das haben wir dann auch programmiert am Beginn des Master-Workshops, der Ende letzten Monats begann und inzwischen seit fertig ist. Der EA ist auch zwischenzeitlich fertig. Sage ich am Ende noch was dazu. Und genau, und dann hatte ich mal recherchiert und geguckt und getan und geguckt, ob ich denn eine Einstellung finde, mit dem ich nur die Antizyklik handeln kann. Ja, also ich habe jetzt hier mal, ich habe hier Set-Dateien, also falls ihr das noch nicht kennt, man kann hier im MT4 kann man sich diese Einstellungen abspeichern und dann nachher laden. Und diese Dateien heißen sogenannte Set-Dateien. Ja, also ich habe jetzt hier zuerst den Ausbruch gehabt, jetzt hier nur die Antizyklik. Das zeige ich euch kurz. Eingestellt war das im Prinzip, der entscheidende Punkt ist hier unten. Die Antizyklik soll verwendet werden, sprich wir handeln andersrum mit dem Zweifachen des Bollinger Abstands, der Abstand der Bollinger Bänder als anfänglichem Stop-Loss. Und dann noch keine Antizyklik-Automatik, da kommen wir noch dazu, das kam dann später noch dazu. Und genau, und dann mit ein bisschen einem breiteren Bollinger. Ja, also weiterhin auf dem 5er, im 5er Chart, der Current Timeframe, also der ausgewählte Timeframe. Die Bollinger-Periode sind dann 40 und die Bollinger-Abweichungen sind 5. Und das, genau, und das sah erstmal gut aus in dem Backtest. Ich hatte das
Prinzip dann vom 15.05. bis 17.07. hatte ich das Back getestet. Und das zeige ich euch gleich mal, dass also anstelle, dass wir, also ich zeige es euch jetzt kurz mal am Deal, ich muss den Bollinger noch anpassen, der hier angezeigt wird, das waren 40 und 5er, damit man das nachvollziehen kann. So, das sind natürlich sehr, sehr viel weniger Deals, das ist ganz klar. Und dann sieht man aber, genau, hier fängt es an, hier fängt es an. Also bei einem Ausbruch nach oben sozusagen gehen wir eben short. In dem Fall wurde dann hier mal der Stop-Loss nachgezogen bei einem Break, also bei 100 Punkten, bei 100 DAX-Punkten Gewinn. Und dann ja, liefen wir in den nachgezogenen Stop-Loss, was in dem Fall dann auch mehr oder weniger gut war. Und man sieht, es sind deutlich weniger Deals als vorher beim Ausbruchsmodell. Klar, liegt natürlich an den viel, viel breiter gewählten Bollinger Bändern. So, jetzt spule ich das Ganze mal hier vor, damit wir das schneller sehen. Also die Systematik ist jetzt im Prinzip klar, ne? Und das Ergebnis in diesem Betrachtungszeitraum war dann folgendermaßen. Kleinen Schluck zu trinken, während das hier läuft. Also zuerst ging es ein paar Deals nach unten und dann aber hat sich das Ganze im Prinzip ganz relativ positiv entwickelt. Nicht ganz so rosig wie der, nicht ganz so vielversprechend wie der Ausbruch, wie das Ausbruchsmodell ist eigentlich auch klar, weil erstens haben wir ja viel, viel weniger Deals. Zweitens müssen wir, weil wir gegen den Ausbruch handeln und damit, also müssen wir einen weiter gewählten Stop-Loss-Abstand nutzen. Und damit, um dann das Money Management im Griff zu halten, müssen wir natürlich auch geringere Lot Sizes nutzen. Und deswegen ist natürlich der Gesamtgewinn auch entsprechend kleiner, aber er war stabil innerhalb dieses Testzeitraums, während beim vorherigen ging es quasi erstmal steil nach oben und dann hat er das verloren, was er vorher gewonnen hatte. Jetzt sind wir damit schon doch deutlich, ja, fahren wir damit schon deutlich besser. Und dann hatte ich das eben am 17.07. hatte ich das Ganze live geschaltet, im Echtgeldhandel mit diesen Einstellungen und dabei kam im Prinzip Folgendes raus hier. Ich lasse das kurz mal rechnen, damit ihr das sehen könnt, nachher auch im Vergleich. Das ist dann 07, ne, 07, 17 bis heute. Und lassen wir das mal eben laufen. Aber während das läuft, will ich euch kurz mal zeigen, wie das im Prinzip im Echtgeld aussah. Das ist jetzt hier nicht es ist wichtig, das ist jetzt hier nicht im das ist ein Demokonto, ja, aber das lief im Echtgeldkonto. Ich habe das im Prinzip als Template, habe ich diese ganzen Deal-Daten und diese Pfeilchen habe ich kopiert und hier reingeladen in den Chart, damit wir das gemeinsam betrachten können und ich brauche quasi nicht die Kontonummer und VPS und sowas offenlegen muss. Deswegen habe ich jetzt diesen Weg gewählt. Das ist mir von meiner Privatsphäre abgesehen einfach lieber. Deswegen, aber das sind wirklich im Prinzip Echtgeld-Deals. Man sieht es auch an den Deal-Nummern. Sieht man das? Ja, ich meine, das sind eben Deal-Nummern. Das sind echte Deal-Nummern, Deal-Ticket-Nummern, die eben geschehen sind, die geschehen sind. So, und hier im Prinzip dann die ganzen Deals. Da ab dem 17. Juli. Also das hatte dann erstmal gut begonnen hier das war der erste Deal am 20. Juli mit einem schönen Long Deal. Und dann hat der darauffolgende Short Deal, der dann hier bei diesem Stop-Loss-Level ausgestoppt wurde, hier drüben, hat dann einen Großteil dieses Gewinns erstmal wieder aufgefressen. Aber immerhin lag man noch mal ein bisschen Gewinn vor. Und dann ging es erstmal ein paar Tage ohne Deal. Dann kam ein Long Deal, der in Gewinn lief, ein Short Deal in Gewinn lief, ein Long Deal, der, hier habe ich, glaube ich, einmal kurz eingegriffen. Genau, und deswegen, das sollte man tun, also wenn möglich vermeiden, aber ich bin nur ein Mensch und habe auch daraus gelernt. Aber ich hatte dann ganz dummes Gefühl, einem Long Deal offen zu halten. Und deswegen habe ich den geschlossen. Und was ich dann im Endeffekt auch
als gut herausgestellt hat. Wobei natürlich, weil ich den hier irgendwo geschlossen hatte, bin ich bei dem nächsten Ausbau nach unten, da ist der EA wieder eingestiegen. Und damit kommt es im Prinzip auf plus minus null raus. Sonst hätte er diesen Deal, der hier da war, eben auch bis hier ungefähr gehalten, bis in den Stop-Loss rein. Also kommt es im Prinzip ungefähr aufs Gleiche raus. Genau. So, und dann ging es so weiter und so fort. Ja, will ich jetzt gar nicht mehr jeden Deal im Einzelnen zeigen, aber aktuell sind wir hier. Dieser Long-Deal ist jetzt im Prinzip kürzlich ausgestoppt worden in diesen Minuten, hier durch diese Bewegung, die wir aktuell nach unten sehen. Weil hier wir war 100 DAX-Punkte im Gewinn lagen und wir deswegen den Stop-Loss auf Einstand plus ein DAX-Punkt nachgezogen hatten. Genau, und das. So, jetzt zeige ich euch mal den Backtest. Das hatte ich nämlich vorher schon mal gemacht, deswegen weiß ich ungefähr, wie der aussieht. Der Backtest sieht jetzt so aus. Also auch in dem Prinzip seit Live-Betrieb ganz, also ein leicht positives Ergebnis. Das zeigt schon mal, dass das Ganze ein bisschen Hand und Fuß hat und eben nicht unbedingt nur eine Überoptimierung war des Zeitraums, in dem ich getestet habe. Und das ist die Theorie und jetzt zeige ich euch die Praxis. Die sieht im Prinzip ganz ähnlich aus. Das ist eine Analyse der Echtgeld-Deals, die wirklich gemacht wurden. Und genau, die sieht im Prinzip rein von der Schematik her doch sehr, sehr ähnlich aus, ne? Wenn man das so übereinander legt, kann man sich das gut vorstellen, wie das Ganze ja funktioniert hat. Hier ist es natürlich ein bisschen stringenter, weil das Equity verändert sich, also das Equity verändert sich im Prinzip rein durch diesen EA, während im Echtgeldhandel natürlich mein Equity, auf das sich die Dealgröße bezieht, sicher auch von anderen Deals noch abhängt. Deswegen ist es, das ist ein Grund, warum es nicht 1:1 passt. Aber so die Korrelation ist schon eindeutig, ne? Und auch von den Ausschlägen her ist das in Ordnung. Genau, dieser Deal, den wir jetzt, das war der. Ne, muss ich mal kurz hier wegmachen, dieses Chart. Das war der heute früh geschlossen wurde, dieser Short Deal. Und dann dieser Long Deal ist jetzt natürlich noch nicht in dieser Analyse drin, weil der ja erst vor ein paar Minuten hier im Stop-Loss geschlossen wurde. Genau. Aber der hätte dann, sagen wir mal, mehr oder weniger plus minus null gemacht. Deswegen wäre das Gesamtergebnis hier weiterhin bei ungefähr 30 Euro auf meinen Einsatz. Genau, ich habe ein relativ kleines Konto, muss ich kurz vielleicht auch gestehen. Ich propagiere immer Handel stringent mit Strategie und allem und Money Management. Und ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich habe das einmal mehr in dieser Tage mit eigenem Geld, mit eigenem Echtgeld erlebt, dass ich, wenn ich manuell handle, ohne klare Strategie, ohne klare Ausstiegsstrategie insbesondere, habe ich eben einfach horrende Verluste, sagen wir, die Gewinnchance nicht rechtfertigen. Und deswegen komme ich auch immer wieder zu EAs zurück, zu Algos, mit denen ich zwar immer noch natürlich Risiken eingehe, aber mit denen ich dann doch, ich für meine Person kann ich damit dann viel, viel besser Money Management machen. Ich bin ein unperfekter Mensch und wenn ich manuell handle, mache ich immer wieder die gleichen Fehler. Das ist ja, das gebe ich jetzt einfach mal hier offen zu. Und wenn ich mit EAs handle, dann mache ich diese Fehler einfach nicht. Und deswegen bin ich auch ja, ein großer Anhänger, dass das Ganze, das eben mit EAs zu machen und die Strategien zu automatisieren oder zumindest halb zu automatisieren, um zumindest im Money Management keine Fehler zu machen. So, genau, jetzt sind wir also hier, haben wir hier aufgehört bei dem antizyklischen Handel und wir haben hier verschiedene Zeitperioden gesehen. Und jetzt kam natürlich die Idee, ja, es gibt ja ganz klar, es gibt Phasen, in denen antizyklischer Handel gut ist und es gibt Phasen, in denen antizyklischer Handel schlecht ist. Genauso umgekehrt gibt es Phasen, in denen die Trendfolge gut ist und gibt Phasen, in denen die Trendfolge eben nicht gut ist. Könnte man das Ganze denn nicht vielleicht in einem EA automatisieren, zusammenschustern? Und da hatten wir uns in dem Master-Workshop von den letzten Wochen dann zusammengesetzt und quasi die Köpfe qualmen lassen und dann sind wir auf die Idee gekommen. Also es ist jetzt keine uroriginelle Idee, aber ne,
Man muss halt schauen, was man im Prinzip, welche vorhandenen Instrumente man nutzen kann, um die Intentionen umzusetzen. Natürlich kann man dann auch das Ganze weiterentwickeln in eigene Instrumente, aber mal mit vorhandenem Anfang ist wahrscheinlich nie, keine schlechte Idee. Das spart unheimlich viel Zeit und man kriegt natürlich erste gute Eindrücke. Und da haben wir gesagt, ja, wenn wir denn den Es gibt auch diesen Average Directional Movement Index. Das ist der sogenannte ADX. Wenn man den auf den Chart laden, dann sehen wir, dann sagt er uns, wenn wir uns jetzt die blaue Linie hier anschauen, sagt er uns, wie stark ein Trend gerade ist. Wie stark ist die Bewegung gerade? Er sagt uns nicht, ob er nach oben geht oder nach unten geht, aber er sagt uns, wie stark er gerade ist. Na, wir sehen es hier zum Beispiel. Hier gehen wir relativ stark nach unten und da steigt diese blaue Linie einfach in Anbetracht der Stärke dieses Trends, der sich da kurzfristig entwickelt. Dann dreht der Trend, man sieht, die Trendstärke geht nach unten und geht dann aber wieder nach oben, während der Long Trend sich im Prinzip ausprägt und entwickelt. So, das ist das Grundkonzept hinter dem ADX. Und haben wir uns überlegt, wenn wir den ADX jetzt hier einen Grenzwert geben, oft wird, glaube ich, die 30 genommen und den haben wir auch mal standardmäßig genommen. Wenn quasi der ADX über diesem Grenzwert von 30 liegt, dann haben wir eine starke Trendphase. Und wenn er darunter liegt, haben wir eine Seitwärtsphase. Und haben dann anhand dessen versucht, den Algorithmus des EAs so weiterzuentwickeln, dass wir im Prinzip eben seitwärts handeln, also so wie wir es jetzt hier gesehen haben, ne, oder im Prinzip so, wie wir es hier jetzt in diesem aktuellen Setup sehen, dass wir seitwärts handeln, wenn wir in einer Schwachtrendphase sind und dass wir ausbruchsfolgend, also trendfolgend handeln, wenn wir in einer starken Trendphase sind. Und das ist ganz interessant, das haben wir dann programmiert und sind auf folgende Ergebnisse gekommen. Jetzt teste ich hier mal den letzten Monatszeitraum, den wir hier haben und zeige euch das Ganze. Das ist, kann man dann hier in diesem EA entsprechend einstellen. Ich lade hier mal hier die Antizyklik-Automatik, ein Setup, das ich jetzt so mal als gut gefunden habe, auch wieder aktuell für den DAX. Und schauen wir kurz mal in die Details. Also hier die Antizyklik verwenden auf True Stellen, die Antizyklik Automatik auch auf True Stellen. Das ist dann eben dieser ständige oder dieser automatische Wechsel zwischen trendfolgend und der Antizyklik. Und den ADX, den wir hier verwenden, den können wir hier einstellen. Ne? Ich habe eben da mal nicht auf dem aktuellen Timeframe, also nicht auf dem 5-Minuten-Chart, auf dem wir eigentlich handeln, sondern der ADX soll aus dem 30-Minuten-Chart ausgewählt werden. Da hatte ich ein bisschen getestet, ein bisschen optimiert und gesehen, dass das ein ganz hilfreiches Detail ist, also auf einem übergeordneten Timeframe diesen ADX auszuwählen. Dann aber mit 40 Perioden auf den Close-Preis berechnet und die eben als Grenzwert, als Mindestwert dieses Level von 30 genommen. Und folgendermaßen, wenn wir dann in der Antizyklik sind, dann nehmen wir die 20er und 20er Bollinger mit 3 Periodenabweichungen. Und während wir nicht in der Antizyklik sind, während wir in der Trendfolge sind, nehmen wir die Standardeinstellung. Die normale Einstellung hier oben, den 20er mit 2 Abweichungen. Ja, also wir haben zwei verschiedene Bollingers am Laufen. Und dann können wir das Ganze mal laufen lassen und dann zeige ich euch einfach mal, wie das an einem Beispiel aussieht. Hier, das ist noch ein, haben wir den aktiv, das ist noch ein Trendfilter aus einem anderen Zeitraum. Ja, vielleicht erkläre ich den kurz. Genau, dann haben wir noch einen Trendfilter, dass wir nur long laufen, wenn wir uns oberhalb des 0,5er Bollingers
20 im 15-Minuten-Chart befinden, auch wieder ein abweichender Chart als der Handels. Und weil wir den nicht sehen können, haben wir uns den Prinzip hier einzeichnen lassen. Graue Zone ist neutral, grün sind im Prinzip nur also normal Buy-Signale und rot dürfen nur Sell-Signale gehandelt werden. Oder in der Antizyklik natürlich umgekehrt. Dann ist hier unten dürfen dann nur Buys gehandelt werden, während wir uns in der Antizyklik befinden und hier oben nur Sells. Und genau, und das Ganze läuft dann folgendermaßen. Den ADX können wir uns jetzt nicht anzeigen lassen, weil der, oder haben wir uns jetzt nicht an, haben wir nicht programmiert, dass der angezeigt wird, weil der halt auch nochmal in einem anderen Timeframe läuft. Das müssen wir uns im Prinzip jetzt auf den Strategietester verlassen, dass er den richtig berechnet. Ja, also wir sehen jetzt hier die rote Zone. Hier dürfen jetzt in der Antizyklik, in der wir uns derzeit befinden, wird hier oben angezeigt, dürfen natürlich dann nur bei Ausbruch nach unten unter die drei Abweichungen, die ich jetzt noch nicht eingezeichnet habe, da können dann die eben Buy-Deals geschehen während der Antizyklik oder eben Sell-Deals während der Zyklik dann hier an der Zwei-Abweichungslinie. Ich kann mal hier noch den Bollinger mit drei Abweichungen mit reinmachen. Dann sehen wir, können wir das Ganze vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. So, und dann sehen wir das hier an dieser Stelle. Wir sind in der Antizyklik, also der ADX im 30-Minuten-Chart ist noch relativ niedrig. Wir sind in der Antizyklik und dann haben wir auch noch eine Sache, die jetzt hier offensichtlich wird. Wir haben einen Nachkaufmechanismus mit eingebaut, der auch natürlich innerhalb vom Money Management ganz klar definiert sein muss. Hier wird 1% riskiert, hier wird 0,5% riskiert, also insgesamt 1,5%, die pro Dealpaar pro Setup im Prinzip riskiert werden dürfen. Das kann natürlich eingestellt werden und auf die eigenen Vorlieben eingepasst werden. Und dann sehen wir, jetzt hier ist es sogar gut gegangen. Die beiden sind beide noch in den Gewinn gelaufen, machen dann hier oben quasi den Gegendeal und irgendwann lassen wir den mal laufen. Hier kommt der Nachkauf, der bei 4 Standardabweichungen eingegangen wird. Und die Standardabweichung ist ja auch eine bewegliche Größe, deswegen ist es nicht schon hier geschehen, sondern eben erst hier. Und dann sehen wir, dann läuft es aber natürlich, weil sich hier der Trend ausbildet, läuft das in den Verlust. Klar, das passiert, das kann passieren, ist quasi Teil des Risikos, das wir eingehen. Und dann kommt aber ein Ausbruch nach oben. Na, das sehen wir hier. Dann geht hier irgendwann durch diese Trendbewegung ist der M30 ADX groß genug, dass wir Ausbruch handeln. Und in dem Fall ist der Ausbruch, setzt sich aber nicht weit genug fort und läuft in den Stop-Loss. Haben wir natürlich hier quasi zweimal in Folge ins Klo gegriffen. Aber so ist es halt auch natürlich bei Algorithmen. Aber das ist natürlich Teil des Tradingplans. Hier der Ausbruch wird nicht mehr gehandelt, weil wir uns nach der Enduhrzeit der eingestellten Trading-Enduhrzeit befinden. Ja, und so geht es dann im Prinzip weiter. Und was ich euch hier noch zeigen will, ist, das zeige ich euch am besten jetzt erstmal, jetzt lasse ich das laufen und zeige euch hier das am Diagramm. Wir sehen jetzt hier Phasen, wo es sehr große Lot Sizes gibt. Es gibt Phasen, wo es sehr kleine Lot Sizes gibt. Und daran können wir im Prinzip jetzt hier an dem Equity-Verlauf erkennen, welche sind Seitwärtsphasen und welche sind Ausbruchsphasen. In der Ausbruchsphase arbeiten wir mit sehr, sehr engen Stop-Losses. Ja, wir haben einen Ausbruch bei der Zweierlinie und nehmen aber die Mittellinie als Stop-Loss, als ursprünglichen Stop-Loss. Und damit, zeige ich kurz mal mit ein, und damit haben wir also ein enges Stop-Loss und damit bei gleichem Einsatz größere Lot Sizes, mit denen wir handeln können. Und das zahlt sich unheimlich gut aus, dass wir im Prinzip die Ausbruchsphasen rausfiltern. Jetzt könnte man sagen, warum handeln wir dann überhaupt die Seitwärtsmärkte, weil die eben auch einen kleinen Beitrag zum Gesamtergebnis bringen und warum sollte man sie dann nicht handeln, wenn sie gut kontrolliert vonstatten gehen. Und genau, das ist im Prinzip jetzt der große Unterschied zu dem Backtest vorhin, wo wir gesehen haben, dass wir nur
ja, nur den Ausbruch handeln, wenn wir nur die Ausbrüche handeln, ich zeige es mal ganz kurz, wenn wir nur die Ausbrüche handeln, also die Antizyklik ausschalten, dann haben wir für den gleichen Zeitraum, das Ganze hier fest. Das ist jetzt im falschen Ordner abgespeichert, aber ist egal. Nur das muss uns festhalten. Und dann, genau, habe ich es geschaltet hier. Wenn wir nur die, genau, wenn wir die Antizyklik verwenden, ausschalten und wirklich nur die Ausbrüche handeln, aber dann würden wir auch die Ausbrüche handeln, die eben an Stellen kommen, wo der ADX nicht aktiv ist als Filter, ja, oder nicht die Trendphase herausfiltert. Und das sähe dann entsprechend deutlich schlechter aus. Ne? Wir sehen hier, er hat zwar diese guten Deals mit dabei, aber zwischenrein verliert er eben sehr, sehr viel Geld, Stück für Stück. Das ist zwar jetzt auch nicht die Welt, also er macht das Konto zumindest nicht platt, das ist gut, aber er kommt ja nicht auf die Sprünge. Ja? Er macht dann immer wieder die großen Gewinndeals, schön, aber verliert halt zwischenrein immer wieder mehr, als er eigentlich, ja, in dem Fall sogar mehr, als er zwischenrein gewinnen konnte. So, im Workshop kam auch die Frage auf, wie mache ich denn jetzt solche vergleichbaren Backtests? Und das zeige ich euch, das geht im Prinzip ganz einfach. Wir müssen uns einfach einen Log anlegen. Hier in einem Excel-File zum Beispiel, ich nutze kein Excel, aber ein Tabellenkalkulationsprogramm namens OpenOffice Calc und kann dann hier im Prinzip eintragen, ja, jetzt die Werte. Hier vom 18, wenn ich im Master ja, von 8. bis 18.8. in dieser Einstellung teste, dann bekomme ich in der, was haben wir jetzt, wenn wir nur trendfolgend handeln, dann haben wir hier ein Ergebnis von minus 906. Und wenn ich die Automatik, die hatte ich gerade schon mal gespeichert, dann habe ich hier das Ergebnis von 6.490. 6.490. Wenn ich jetzt aber, will das nochmal ganz kurz zeigen. Jetzt könnte man sagen, aber wenn der Trendfolger immer nur Geld verliert, vielleicht gewinnt ja dann die Antizyklik auch immer nur, vielleicht gewinnt die ja dann entsprechend. Aber lass die Automatik raus. Das ist auch noch eine ganz wichtige Differenzierung hier. Also wir nehmen die Antizyklik und lassen aber die Automatik raus, sondern wirklich machen nur Antizyklik. Dann kommen wir in diesem Zeitabschnitt zu folgendem Ergebnis. Lass uns gleich mal gucken. Das sieht gar nicht gut aus. Ne? Das, ja. Also es ist jetzt auch nicht verheerend, aber es ist natürlich, wir wollen Geld verdienen und nicht Geld verlieren, wenn wir handeln. Das sind eben hier diese Phasen, diese Phasen, wo es nach oben geht, das sind diese Seitwärtsphasen. Und dann kommt aber die Trendphase, die uns die möglichen Gewinne, die wir in Seitwärtsphasen haben, im Prinzip wieder zunichte macht. Wenn wir jetzt das eben diese Trendphasen sauber rausfiltern, dann haben wir hier eben einen positiven Beitrag. Und das ist natürlich ein positiven Beitrag zum Gesamtergebnis und das ist natürlich wichtig. Genau, und dann haben wir jetzt tragen wir uns diesen Wert auch ein, minus 306. So, und es ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir jetzt mit der Automatik handeln oder nicht. Jetzt war die Frage, das hatte ich in meinem Blog am letzten Freitag angekündigt, wenn es hier so ein tolles Ergebnis gibt, ist das jetzt vielleicht nur Augenwischerei? Vielleicht habe ich hier im Prinzip überoptimiert. Das ist natürlich das ist eine sehr, sehr valide Frage, die man sich selber stellen muss, die man nicht nur einem EA-Anbieter oder Trading-Signal-Anbieter stellen sollte, sondern auch immer natürlich sich selber. Veräpple ich mich jetzt selber oder habe ich hier wirklich was an der Hand, was gut sein könnte? Und dazu gibt es sogenannte Robustheitstests. Die Robustheit, also ein EA ist dann robust, wenn er quasi nicht nur in dem Testzeitraum, in dem ich das Ganze entwickelt und optimiert habe, vielleicht durch den Algorithmus ja, feingeschliffen habe, funktioniert, sondern auch in anderen Zeiträumen. Also das ist ein Robustheitstest. Der erste und wahrscheinlich wichtigste ist der Robustheitstest in Sachen
Zeiträume. Ja, habe ich, funktioniert das Ganze auch in einem anderen Zeitraum? Und das will ich jetzt hier mal, ja, also will jetzt hier mal zeigen, ob das hier auch funktioniert. Ich schalte die Antizyklik wieder an. Alles andere kann so bleiben, wie es ist. Und dann gehe ich hier einfach mal einen Monat runter, jeweils, und mache den Test, die Probe aufs Exempel. Ich sage hier vielleicht noch ganz kurz was zum Spread. Ich habe hier 300 Punkte, also das sind 3 DAX-Punkte eingestellt im Spread. Das ist ein bisschen vorsichtig, aber wir sind ja in antizyklischen Phasen wird der Spread, den wir eigentlich normalerweise hier bei JFD sehen, ist so 1,3 im DAX, 1,3 DAX-Punkte, also 130 MT4-Punkte oder ist im MT5 ist es genauso, also 130 Punkte. Und während wir in den antizyklischen Phasen uns befinden, in den Seitwärtsphasen, ist das auch sicherlich ja, so handelbar und vielleicht sogar mit positiver Slippage. JFD gibt positive Slippage auch an uns Trader weiter, das ist super. Aber wir haben natürlich auch hier Ausbruchsphasen und in Ausbruchsphasen muss man immer mit Slippage rechnen und deswegen preise ich das hier im Prinzip mit ein in meinen Test. Also nehme hier deutlich mehr als das Doppelte von normalen üblichen Spread, um im Prinzip für Slippage, also Ausführungsqualität in der Ausbruchsbewegung vorzuhalten. Das ist ganz wichtig in der Praxis, um wirklich einen guten Eindruck von einem EA zu bekommen und sich nicht selber was vorzumachen. So, und dann sehen wir hier, wir sind jetzt hier in der Mai- bis Juli-Phase, Mitte Mai bis Mitte Juli. Da gab es eine gute Phase, dann ging es hier mal bergab und dann hat er sich hier wieder gefangen. Unterm Strich bleibt aber ein Verlust. Das müssen wir natürlich ganz klar vermerken. 265, das ist dann hier in der Matrix, sozusagen hier 18.06. bis 18.07. Die anderen machen wir jetzt mal nicht weiter. Weil wir uns jetzt nur mal auf die Antizyklik-Automatik fokussieren. Wir nähern uns ja auch schon dem Ende dieses EAs, dieses Webinars zu. Jetzt gehe ich aber noch einen Zeithorizont hier zurück, vom 18.05. auf den 18.06. Und dann schauen wir uns diese an. Wir sehen ja schon mal, okay, das ist ein richtig Riesengewinn. Hier ist ein verhältnismäßig kleiner Verlust. Könnte man sagen, okay, das ist halt quasi eine schlechte Phase. Aber vielleicht ist es eine neutrale Phase, in der es quasi nicht gut und nicht schlecht ist. Gibt es denn auch eine wirklich schlechte Phase, in der wir richtig viel Geld verlieren? Das ist natürlich die Frage. Und auf dieser Suche sind wir im Prinzip, um selber im Prinzip zu sehen, ist das Ganze robust oder nicht. Diese Einstellung, die wir jetzt hier per quasi ja, Optimierung der oder ja, vielen, vielen einzelnen Tests und Feinjustierungen gefunden haben. Schauen wir uns hier an. Oho, da ist ja auch nochmal sind richtig gute Phasen dabei, die auch extrem, ja, extrem verlockend sind, ne? Das ist jetzt die Mai- bis Juni-Phase, 4.494 Gewinn. Sehen wir hier im Bericht. Also das ist schon mal ein Zeichen dafür, ein Hinweis dafür, dass es hier doch eventuell, dass da was dran ist, was ein bisschen robuster sein könnte. Also jetzt hier in dem Webinar kann ich jetzt aus Zeitgründen, also zwei Gründen, einerseits aus Zeit während des Webinars nicht weiter testen, aber auch, weil ich jetzt hier für den DAX zum Beispiel hier in diesem Demokonto keine gut genugen, also keine Daten habe, die gut genug sind. Ja, ich zeige das mal kurz. Ich habe hier in der Regel 90% Modellierungsqualität. Das heißt, ich habe M1-Daten für den gesamten Zeitraum zur Verfügung. Keine Tick-Daten. Das wären 99% Modellierungsqualität. Aber ich habe M1-Daten, die dem Ganzen schon sehr, sehr nahe kommen. Insbesondere wenn die Stop-Losse und so weiter nicht allzu nah dran sind. Dann ist ein M1-Modellierung Prinzip äquivalent wie von der Tick-Daten-Modellierung. Bei Scalping, wenn man mit sehr engen Abständen handelt, ist das natürlich was ganz anderes. Aber wenn man mit schönen breiten Abständen sozusagen handelt bei Stop-Loss, dann ist es in der Regel gut genug, die 90% Qualität. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel gehe ich auf April bis Mai,
Das könnte ich mal noch eben zeigen. Daten sind verfügbar. Ich habe, glaube aber, aus dem M1-Chart nicht, sondern nur teilweise, soweit ich das gesehen habe, in meiner Datenhistorie, sondern eben nur aus M5 und größeren Timeframes sind echte Charts, sind echte da, Zahlen da. Und damit wird die Modellierungsqualität schlechter und damit natürlich ein bisschen weniger verlässlich. Sehen wir hier, da gab es auch eine richtig lange Abwärtsphase. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Das war sowas im Prinzip verkraften müssten, wenn wir sowas handeln wollen. Also wenn wir sehen, aber hier, das sind 90% auch noch, dann sind da im Prinzip Daten da. Das ist natürlich dann ein sehr, sehr relevanter Datenpunkt, den wir hier mit aufnehmen. 18.04. bis 18.06. Ups, habe ich den Punkt vergessen. Und komme hier mit minus 1583 raus. Und habe ich das hier noch nicht formatiert? So, genau. Das schränkt das Ganze, diese guten Ergebnisse natürlich schon ein bisschen ein. Trotz allem bleibt natürlich ein Gesamtgewinn hier von stattlichen 9.000 auf 10.000 Startvolumen. Das ist, ja, kann man sich jetzt, kann man, muss man sich halt überlegen, kann man mit solchen Drawdown-Phasen leben oder nicht? Oder müssten wir mit geringeren, mit geringeren Einsätzen arbeiten? Genau. Das wollte ich kurz mal zeigen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, vielleicht wäre ja der Trendfolger, den wir vorher hier gehabt haben, vielleicht wäre der ja ähnlich gut gewesen. Vielleicht ist es ja jetzt wirklich nur der Gewinn, den wir aus der Trendfolge hatten. Und bei dem Trendfolger muss ich noch dazu sagen, da haben wir viel weiter eingegrenzten Handelszeiten im Tag, während des Tages. Und deswegen zeige ich das auch nochmal eben. Wenn wir das nur auf Trendfolge einstellen und so wie vorhin, so wie ich das am Anfang hatte, ab dem 15.05. im Echtgeldbetrieb, hier von 6 Uhr dann bis 21 Uhr circa, freitags nur bis 20.50 Uhr, Antizyklik verwenden ist ausgeschaltet. Den SL haben wir nicht auf der Mitte, sondern haben auf dem gegenüberliegenden Band eingestellt und haben dann 300 DAX-Punkte. Das sind 30.000 MT4-Punkte, Take-Profit und den ein oder anderen hier Break-Even-Punkt und noch einen Trailing-Stop mit eingestellt. Genau, wenn wir das hier verwenden, also der Trendfilter ist dann aus, werden den. Genau, und dann aber die normalen 20,2 Bollinger als Einstellung. Dann will ich das jetzt nochmal eben vergleichen mit dem, was wir jetzt hier mit dem Master, mit der Antizyklik automatisch, mit der Automatik, genau. Das ziehe ich dann mal hier oben. Das will ich jetzt einmal oder viermal eben ganz kurz durchrechnen lassen, damit wir da wirklich einen Vergleich haben. Ob das jetzt wirklich vielleicht durch die Bank weg besser oder durch die Bank weg schlechter oder vielleicht ist es auch gemischt. Also hier müssen wir im Prinzip uns mit solchen Matrizen, die wir uns hier erarbeiten, müssen wir im Prinzip schauen, müssen wir uns im Prinzip ja erarbeiten, was ist gut, was ist schlecht, was sind vielleicht so ja Punkte, Einstellungskombinationen, in denen der AI optimal arbeiten kann und was sind sie nicht. Hier hat man gute Deals. Das wundert mich jetzt auch nicht, weil ich in diesem Zeithorizont April bis Mai auch optimiert hatte, um quasi diese Einstellungen zu finden, die wir da jetzt verwenden, die ich ja dann auch im Echtgeldhandel verwendet hatte. Dann gehen wir mal auf den Mai, den Mai bis Juni, der müsste auch noch ganz gut sein. Kann ich noch mal was trinken? Ich hatte übrigens auch noch die Bitte bekommen, so zwei Bitten hatte ich bekommen, längerfristige Backtests zu machen. Und die andere Bitte war, nicht nur auf dem DAX das Ganze zu zeigen, sondern vielleicht auch auf Währungen. Da sage ich gleich noch was dazu. Jetzt haben wir hier auch nochmal eine schöne Gewinnperiode mit 2, 3, 2, 5. Und dann gehen wir auf Juni bis
Juli. Man könnte das natürlich auch in einem Test machen lassen, aber ich will ja die Tests, ich will die absichtlich ja die Testzeiträume separiert sehen, um ein besseres Gefühl zu bekommen für so Marktphasen und ob ich, insbesondere ob ich überoptimiert habe oder nicht. Das ist ganz, ganz wichtig in diesen Robustheitstests, hier wirklich Phase für Phase zu testen. Und natürlich so langfristig wie möglich, wobei natürlich sich Märkte generell immer wieder verändern. Deswegen hier so viel zum Thema, ja, langfristige Tests. Märkte verändern sich immer wieder und damit ist es meiner Ansicht nach nicht unbedingt sehr aussagekräftig, wenn man ganz, ganz langfristige macht, sondern es ist wahrscheinlich besser, wenn man kürzerfristige Tests macht und dann immer wieder die Einstellungen leicht oder manchmal vielleicht auch stärker an die veränderlichen Märkte anpasst. Ja, wir haben noch keine KI, die das automatisch macht, sondern wir müssen das quasi immer noch von Hand machen und nicht nur alle Intelligenz an den Computer abgeben, sondern immer wieder auch unsere eigene Intelligenz, unseren eigenen Dates nutzen, um ja, im Prinzip zu testen, haben wir jetzt hier ja, was aktuell funktionieren kann überhaupt oder nicht. Das ist weiterhin, also gerade wenn man dann EAs verwendet, kann man nicht den ganzen Tag golfen gehen oder Tennis spielen oder Radfahren, sondern kann vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, vielleicht auch mal 2, 3 Stunden weg, aber man sollte dann doch immer mal wieder drauf schauen und das Trading überprüfen und im Prinzip die Marktphase erkennen. So, habe ich jetzt hier eine andere? Ach, das war der falsche Zeitraum. 7 bis 8 müssen wir natürlich tätigen. Genau. So, und dann die andere, das war zu dem Thema langfristige Backtests. Also das andere Thema ist Währungen. Währungen, da hätte ich sogar langfristige Daten zur Verfügung, zumindest M1-Daten, auch sagen wir seit 1999. Die kann man sich im Prinzip runterladen über den MT4. Da habe ich einen Blog auch dazu. Könnt ihr mal auf meinem Blog suchen, wenn euch das interessiert. Und dann, genau, und dann, was wollte ich damit sagen? Ja, damit könnte ich dann auch wirklich sehr, sehr langfristige Tests machen bei Währungen. Aber da bin ich im Prinzip, sage ich ganz ehrlich, einfach noch nicht dazu gekommen. Mangels Zeit im Prinzip. Ich arbeite Vollzeit an der EA-Programmierung, an der Auftragsprogrammierung für Kunden und natürlich an so Sachen wie Workshops und so. Und deswegen habe ich auch nur vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag oder vielleicht mal ein paar Stunden in der Woche, an denen ich das Ganze testen kann. So, jetzt haben wir hier minus 309. So, und dann sehen wir, wir hatten in dieser Einstellung, in dieser reinen Trendfolgeeinstellung, hatten wir doch wirklich eine sehr robuste Phase und seither läuft es irgendwie nicht mehr, ne? Und wenn wir die Antizyklik-Automatik verwenden, wir müssen jetzt hier von rechts nach links denken, da die funktioniert manchmal richtig fett gut und manchmal halt, sagen wir mal, sehr verhalten. Ich sage mal, das ist eine rote Null in meinen Augen. Aber dann gibt es natürlich wohl auch Phasen, in denen das Ganze ein bisschen mehr verlieren kann hier, wie hier zu sehen ist. Wobei natürlich das Gesamtrisiko, wenn ich jetzt die Summe hier nehme mit 9.136 und die mit dieser Summe vergleiche, ist natürlich immer noch deutlich, deutlich besser. Ja, aber darauf könnte man mal aufbauen und sagen, hier vielleicht beobachtet man das weiter. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt gleich auf mein Echtgeldkonto live schalten würde, wie es jetzt ist. Dazu ist mir diese Historie noch ein bisschen zu kurz und noch ein bisschen zu, ja, zu wackelig, sage ich mal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt vielleicht im hier August, September sich vielleicht wieder so eine Verlustphase anreiht und dann würde ich aber mal wirklich die Augen ganz weit offen haben und die Ohren ganz gespitzt, dass sich da vielleicht wieder was ergibt, was ich dann als vorteilhaft, als richtig fett vorteilhaft für diese Antizyklik-Automatik erweisen kann. Bis dahin, liebe Leute, bleibe ich jetzt erstmal hier im Echtgeldkonto, im Echtgeldbetrieb bei meinem Antizykliker, bei meinem reinen Antizykliker. Den lasse ich auf jeden Fall weiterlaufen. Der macht so
Er macht halt ein bisschen was vor sich hin, keine großen Sprünge, aber er verdient halt einfach Stück für Stück alle paar Tage mal ein bisschen Geld. Und das ist mir erstmal wichtig und das ist gut. An der Antizyklikautomatik, die ist natürlich, wie gesagt, sehr verlockend. Ja, wenn wir uns diesen Chart anschauen, das ist natürlich irre, aber wir müssen natürlich die Realität im Blick behalten, um zu sehen, dass solche Marktphasen sind eben nicht ständig da, sondern auf die müssen wir im Prinzip, ja, müssen wir auf die warten, ja, vielleicht müssen wir auf die warten, und immer mal wieder so schöne, vielleicht eine Verlustphase abwarten, bis wir in sowas einsteigen können. Gut, so viel zu mir und so viel zu dem EA. Jetzt sind wir auch durch. Jetzt will ich noch eben kurz sagen, ich hatte hier gezeigt, diese drei, ich habe euch ja drei verschiedene Setups gezeigt, hier mit den drei verschiedenen, hier mit diesen drei verschiedenen Set-Dateien, die eben die Einstellungen gespeichert haben. Die kann man eben, muss man übrigens nicht nur im EA öffnen, sondern die kann man auch einfach so hier aus dem Speicherplatz raus öffnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Antizyklikautomatik, diese Set-Datei habe ich hier gespeichert in meinem Ordner. Wenn ich die jetzt hier öffne, dann kann ich hier auch im Prinzip anhand dieser Liste, bisschen hieroglyphisch, aber im Prinzip ist es auch nichts anderes als die grafisch aufgearbeitete Spalte hier. Kann im Prinzip hier immer nachvollziehen, okay, also bei True-False-Variablen ist 0 eine False und True eine 1. Das muss ich wissen. Also und bei Timeframes zum Beispiel bedeutet die 0 immer der aktuelle Timeframe, der gewählt ist im Chart. Aber ansonsten sehe ich hier zum Beispiel der Trendfehler Timeframe ist 15, das ist der M15 Timeframe und so weiter. Und dann kann ich das im Prinzip mir auch hier nachvollziehen, wenn ich nur diese Datei habe, diese Set-Datei. Wenn ihr das zum ersten Mal öffnet, dann müsst ihr dem im Prinzip dem Windows-PC und vielleicht beim Apple, weiß ich es nicht, aber beim Windows-PC ihm sagen, dass du das bitte mit dem Editor, mit dem Microsoft Editor öffnen sollst. Dann hast du hier diese ganz einfache Auflistung aller Werte und kannst es im Prinzip nachvollziehen. Du kannst es dann diese Einstellungen mal dir aufs Chart laden und einfach gucken. Ja, sind das sinnvolle Einstellungen oder nicht? Und diese drei Set-Dateien, die ich jetzt heute euch vorgeführt habe, die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Die habe ich euch zum Download zur Verfügung gestellt. Oder die werde ich euch zum Download zur Verfügung stellen. Da könnt ihr auf folgende Webseite gehen. Hier, mindfulfx.de, das ist meine Webseite, meine Firma, www.mindfulfx.de /EA. Bindestrich Trading. Vielleicht, Chris, bitte könntest du, wenn du diesen Link bitte mal in den Chat schreiben könntest, das wäre cool. Christoph, Ach, hast du schon gemacht? kurz, ja, habe ich, siehst du es, habe ich gerade nochmal parallel reingehauen und finde ich auf jeden Fall ein super Ja. Feature, weil das auch unter anderem eine Frage vom Thomas und vom Christian waren. Namensvetter an der Ah, Stelle, okay. Grüße, ob man den EA erwerben kann. Und jetzt stellst du den mal so schlank zur Verfügung und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Impuls und da will Halt. ich auf jeden Halt, 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 Fall. halt, den EA nicht. Die Set-Dateien Die für den EA, Set-Datei, für den verzeih, EA. verzeih. Genau, Ja, gut, genau. dass du mir da ins Wort fällst. Ich habe dem Ganzen schon wieder zu viel vorweggenommen. Ein, Richtig. zwei Fragen haben wir da noch, aber fahr erst mal fort. Link ist da. Genau. Leute können also die Seite sehen und in der Aufzeichnung, ich sag mal, vielleicht, weiß nicht, ob du einen Time-Button drin hast, aber ich sag mal, die Aufzeichnung, denke ich mal, geht morgen raus. Okay. Wenn ihr heute, aber toi, 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 hat alles gut geklappt, dürfte morgen an die Teilnehmer rausgehen. Da würden wir den Link dann auch nochmal mit einbauen. Cool, genau. Das ist super. Genau, und dann könnt ihr euch hier diese Set-Dateien bestellen. Hier mit diesem Formular auf der genannten Seite hier einfach eure E-Mail-Adresse eintragen. Das ist meine. Da könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wenn ihr dann, und dieser EA, dieser Bollinger Ausbruch Master EA, den wird es demnächst geben. Der kommt diese Woche raus. Ich denke, dass er am Freitag öffentlich verfügbar sein wird, dann käuflich erwerbbar. Wenn ihr dazu ja, Infos wollt, wenn der rauskommt und vielleicht auch in Zukunft weiter upgedatet werden wollt, wenn ich weitere Backtest-Resultate habe, natürlich auch Echtgelderfahrungen, die teile ich natürlich über meinen Blog, dann würdet ihr hier einfach
einfach ein das Häkchen setzen, dann kriegt ihr ganz speziell zum Bollinger Ausbruch EA, kriegt ihr dann kriegt ihr dann die Meldungen, wenn es da was Neues gibt. Und in dem Fall jetzt speziell jetzt für voraussichtlich Freitag die neue Erscheinung des Bollinger-Ausbruch Master EAs mit dieser Antizyklik-Automatik. Dann einfach hier einfach auf den Knopf klicken, das kennt ihr wahrscheinlich von anderen Seiten, wo ihr euch was bestellt. Und dann kommt eine Bestätigungs-E-Mail, die sieht ungefähr so aus. Dann hier einmal auf den blauen Knopf klicken und dann werdet ihr im Prinzip dann per E-Mail kriegt ihr dann den Download, beziehungsweise, okay. Das missachten, aber das funktioniert trotzdem, wenn ihr hier draufklickt. Das habe ich vorher mal getestet. Achso, Murphy's genau Law. deswegen, weil ich es schon mal getestet habe, dann Richtig. funktioniert das. Und ja, richtig. Genau, das ist ja der Trick dabei. Und dann, das ist jetzt noch nicht vollautomatisch hinterlegt, aber heute im Laufe des Abends, wenn ihr euch jetzt hier jetzt eintragt oder auch wenn ihr die, genau, dann kriegt ihr heute Abend irgendwann, kriegt ihr diese Set-Dateien. Und wenn ihr euch die Aufzeichnung morgen anschaut, dann wird es wahrscheinlich so weit sein, dass ihr diese Set-Dateien dann im Prinzip im Handumdrehen automatisch bekommt. So, damit bin ich durch mit meinem Stoff. Chris, welche Fragen gibt es denn noch? Jo, wie gesagt, einiges hat sich jetzt eben durch deine Erläuterung auch selbst beantwortet. Mark fragt aber noch, ist die Lot Size im Excel mit drin? Das war relativ mittig bei der Vorstellung von dir vorhin. Also die Lot Size Berechnung in dem Excel mit drin war die Frage, dass Also du im das da Excel, berücksichtigst. hier wo ich jetzt das Genau. Backtest-Log hier, da habe ich die nicht mit drin. Aber wenn ihr denn die Backtests, könnt ihr auch ja jeweils hier abspeichern in einer HTML-Seite. Und da sind dann die Volumina hier mit drin. Und da sieht man das zum Beispiel hier, also kleine Seitwärtsziele mit 04, 01, 02, 01, 02. Und dann kommen hier die Brecher mit 8,9, 6,8. Das sind dann die Trendfolgedeals. In dieser Antizyklik-Automatik. Also die Unterschiede sind schon sehr stark, aber das ist natürlich auch Teil der Strategie, ne? Okay, super. Dann dürfte Marc beantwortet sein. Matthias fragt an der Stelle und ist auch interessant, bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Wäre nicht auch der VDAX, also der Volatilitätsindex vom Leitindex, ein interessanter Filter für dich? Für die, ob jetzt Ausbruch oder nicht, ja, das ist eine gute Ja, Idee, habe ich noch nicht dran gedacht, ja. Haben VDAX wir den ist. als CFD bei JFD schon? Na, wir hatten einen Oder ist der? Volatilitäts-CFD, gab es tatsächlich, aber den VDAX müsste man sich extern ziehen, weil ich meine, Okay. diesen Volatilitäts-CFD, den hatten wir tatsächlich, den hat auch Markus Kleber früher häufiger genutzt, müsste ich mal sagen, aber der ist meines Erachtens schon länger nicht mehr da, weil die Nachfrage wieder mal schlicht Dann gegeben war und man hat natürlich Preiskosten, Feedkosten, die Liquiditätsprovider, die das anbieten, wollen natürlich da mal auch Volumen sehen und wenn die Kunden das nicht handeln, dann geht das eben meistens dann auch wieder raus aus dem Board und das war da der Fall im Prinzip. Insofern müsste man wahrscheinlich extern den klassischen Volatilitätsindex heranziehen und den in irgendeiner Art und Weise ja, kompilieren, sodass du den dann hier mit einfließen lassen kannst. Aber das ist wahrscheinlich eine programmiertechnische Herausforderung an der Stelle, wenn du außerhalb des MetaTraders Daten integriert wissen willst. genau, das ist erstmal, also es ist möglich, also ist jetzt hier in dem EA noch nicht vorgesehen. Und wenn man es sich individualisiert reinmachen wollte, ist es auch, sagen wir, nicht ganz unaufwendig und damit auch nicht ganz günstig, nicht ganz billig. Aber wie man sich behelfen kann, ist zum Beispiel einfach ein Auge drauf halten und sagen, okay, wenn jetzt der VIX geht ohne Ende nach oben oder der VDAX. Der Fix ist, was ist S&P 500, glaube ich, die Vola oder Dow Jones, ich glaube S&P 500. Wenn der hochgeht, dann hier Antizyklik einfach ausschalten und wenn er so schön langsam abfällt oder halt gewisse niedrige Phasen erhält, dann vielleicht das mal ausprobieren, wie das ist, dann hier die Antizyklik wieder einzuschalten. Dann aber die automatische Antizyklik auszulassen, damit man hier im Prinzip nur sich die eigenen Vorlieben dann handelt. Okay, super. Was zeigt der Test? Mai bis August, da bist du ja eh schon rumgesprungen in die
oder in den Auswertungsstats. Ich denke, das ist dann auch was, was man sich sicherlich selber nochmal anschauen kann. Ja, Ansonsten haben wir vielen Dank. eine relativ große E-Mail mit der Bitte um Kontaktaufnahme. Ich denke, das hat sich aber jetzt erledigt, da wir den Kontakt zum Christoph ja hergestellt haben, beziehungsweise seine Kontakt-E-Mail. Da würde ich dann die entsprechende Person bitten, hier doch mal Kontakt dann per E-Mail mit Christoph direkt aufzunehmen. Das erscheint mir sinnvoller. Da können dann auch alle Fragen geklärt werden. Und wenn es dann natürlich noch Fragen über JFD hinaus gibt, dann mit Christoph direkt klären. Ansonsten Spreads von DAX und DOW findest du auf unserer Website oder speziell auch im MetaTrader kannst du dir anzeigen lassen. Ansonsten, genau, Christoph zeigt nochmal hier die Kontaktaufnahme. Ja, das ist dann, wenn ihr nur mit mir eine E-Mail schreiben wollt, dann geht ihr einfach auf mindfulfx.de und also auf die Hauptseite und dann ist hier, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail und hier ist dann die E-Mail verlinkt. Genau. Hier rechts. Genau. Genau, das ist genau zweckdienlich. Deswegen auf deiner Website ist auch super übersichtlich, gar kein Problem. Ansonsten natürlich gibt es nach Underlying und Zeitrahmen unterschiedliche Qualitäten der Datenanbieter. Fragt noch ein, also geht es einerseits um Tickdaten und dann auch um die, sage ich mal, Frage, je nach Underlying-Zeitrahmen hier die Qualitäten unterschiedlich sind. Also da kann ich auch noch was zu sagen. Wie siehst du das, Christoph? Also ich persönlich würde sagen, bei Forex müssten sie einigermaßen homogen sein, weil da eben, weil es eben quer durch die Banken gute, ja, gute Liquidität ist. Bei CFDs bin ich mir da nicht so sicher. Da hätte ich lieber das Wort eines Brokers dazu. Was meinst du denn dazu, Chris? Ja, also grundsätzlich in der Tat, Forex ist da ein Stück weit liquider, obgleich auch Forex-Daten aus dem Jahr 2000 oder 2005, wie sie auch verfügbar sind, sicherlich natürlich auch liquiditätstechnisch zu hinterfragen sind, zumal eben auch hier immer die Frage steht, ja, ist denn der Datensatz aus 2005 auch mit heute 2020 noch in einer gewissen Art vergleichbar, weil es gab A weniger Liquiditätsanbieter, die den, sage ich mal, Retail-Devisenmarkt bedient haben. JFD hat ja hier auch den Pool geöffnet zu dem Interbankenmarkt und da muss man wirklich arg drauf achten. Also die Datenqualität bei der Backtests ist wirklich ein Thema für sich. Da wird auch viel Geld mit verdient. Nicht umsonst hat Bloomberg und andere große Adressen hier, sage ich mal, Terminals, die mehrere tausend Euro im Monat kosten, weil natürlich gerade Datenqualität das A und O ist, wenn man jetzt wirklich historische Backtests macht. Also gerade wenn man auch über Jahrzehnte jetzt bei großen Indizes, Future-Märkten, Aktienmärkten zurückgeht, da ist es wirklich nicht ganz so trivial, wirklich gute Daten zu bekommen. Und alles, was vor 2000 ist, puh, da wird es dann sowieso dünn. Und Forex, wie gesagt, 2005 ist also auch von Forex, der Markt selber hat sich erst Ende der 90er überhaupt geöffnet. Anfang der 2000er konnte der Retail-Trader dann da loslegen. Und da waren im Prinzip alle Broker, die es damals gab, Market Maker per se und haben die Preise mehr oder weniger kopiert aus dem Interbankenmarkt. Also auch, was man da von einigen Adressen bekommen kann. Man kann mit den Daten arbeiten, aber die Tickdaten würde ich also auf Sicht der letzten 10 Jahre nur qualitativ hochwertig ansehen. Und bei CFDs ist es ja genau dasselbe, wo man sagt, jetzt gerade der CFD wird ja vom Liquiditätspool ausgegeben oder eben von einem Market Maker, der dann seinen eigenen Datensatz hat. Und da muss man auch ein Stück weit vorsichtig sein, wie natürlich die Daten strukturiert sind. Also direkte Tickdaten sollte man schon verwenden, aber wenn man natürlich auf 1-Minuten-Chart-Basis oder ganz kurzfristigen Timeframes Auswertung macht, dann ist das, je weiter man zurückgeht, auch umso schwammiger. Wenn ihr einen Broker eures Vertrauens habt oder eben hier bei uns bei JFD, dann habt ihr im Prinzip die Datensätze, die ja auch bei uns über den Pool liefen. Das ist dann tatsächlich immer zu empfehlen. Auch dann eben nicht wirklich über 20 Jahre zurückzugehen, sondern einfach nur die liquidesten Phasen abzuschöpfen. Und da wäre auch hier der Zeitraum von 10 Jahren, 15 Jahren so die Grenze, wo ich sage, daran sollte man sich messen lassen, weil wie gesagt, der CFD selber ist ja auch noch nicht so alt und jeder Broker hat da sozusagen ja auch seine eigenen Underlyings in den Markt gebracht. Und entweder man orientiert sich hier am Future, was wir, wie gesagt, ja auch so gar nicht anbieten, Schrägstrich die Masse der klassischen CFD-Anbieter ja auch nicht anbieten, oder man, sage ich mal, behilft sich da mit den Brokerdaten, die man ja dann auch live handeln würde, nicht wahr? Also das ist natürlich immer auch die stringente Geschichte an der Stelle. Obgleich natürlich Spreads auch größer und kleiner werden, je nach Volatilitätsphasen. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge zu berücksichtigen. Und das ist, wie gesagt, auch so ein Bollwerk, mit dem du dich ja schon seit vielen Jahren beschäftigst. Und Datenqualität ist da auf jeden Fall ein großer, großer Fakt, der aber so richtig bereinigt,
nie geklärt werden kann, es sei denn, man handelt eben hier an Präsenzbörsen wie zum Beispiel dem Future-Markt, die Preise. Und da muss man sagen, bezahlt man richtig Geld. Also je weiter man in die Historie zurückgeht und man Datensätze will, also es ist schon direkt ein Geschäftsmodell, hier diese Datensätze zu allokieren. Wir übrigens bei JFD speichern auch mehr und mehr unsere Daten, weil wir auch um die Qualität der Daten wissen, die dann sicherlich in 5 bis 10 Jahren hochgradig interessant sind für jetzt eben Algo-Entwickler und Backtests und Versuchsreihen und dergleichen. Auch in unserer eigenen Vermögensverwaltung ist das ja ein Thema, wo wir diese Zahlen natürlich auch für uns verwenden und deswegen auch da auf die Qualität natürlich Wert legen am Ende des Tages. So. Jetzt wollen wir aber wieder zurück zum Thema, relativ ausführlich, hoffentlich auch nicht zu kompliziert oder beantwortet. So, der Preis, ist der Preis zum EA schon bekannt? Kommen hier gleich 3, 4 Leute? Weiß ich nicht, ob du das jetzt direkt schon raushauen willst oder ob du dir da schon eine finale Meinung gebildet hast. Ich denke, jeder, der Interesse hat, darf sich ja bei dir melden und dann wird sicherlich auch die Auflösung folgen. Oder hast du da schon irgendeine Hausnummer, wie es so schön heißt, vor dem Visier? Ja, eine Hausnummer ist da, wird wahrscheinlich, also diese Master-Variante wird um die 200 € liegen, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Da lasst euch mal überraschen. Und ihr als Webinar-Teilnehmer, vielleicht werdet ihr auch vorzüglich behandelt. Ah, da schau an, dann deswegen, Kunst ist ja dabei zu sein. Das ist schon mal cool. Wusste ich jetzt auch überhaupt nicht, bin genau. ich völlig los. Die Frage habe ich jetzt hier, wie gesagt, aufgenommen, weil in der Tat jetzt einige Fragen dazu kamen. Und ich war mir jetzt auch gar nicht bewusst. Wir haben ja auch vorher gar nicht darüber gesprochen, was da so ein bisschen Gimmick sein könnte. Wie gesagt, das auch völlig ungebunden an irgendwelche anderen Geschichten. Hier geht es einfach darum, dass Christoph natürlich hier auch einen Mehrwert liefern will und seine kostbarste Ressource, nämlich seine Zeit auch zur Verfügung gestellt hat. Und insofern ist das super, super gut und auch fair, dass du es direkt mal rausgehauen hast, welche Tendenzen du da hast. Und ich denke, da kannst du auch den einen oder anderen abholen. Ja, genau. Deswegen aber, um das zu erfahren, einfach hier auf jeden Fall eure E-Mail-Adresse eintragen für die Set-Dateien und dieses Ja-Häkchen klicken, damit ich euch überhaupt diese Infos dann schicken darf. Ja. So. Jetzt Andreas, wieder verschiedene Punkte, sowas ist aber kein Problem. Nein, überhaupt weiß jetzt nicht, worauf sich das direkt bezieht. Modul zum Abholen externer Daten. Ja, wie gesagt, da Andreas, wenn du da was hast, kannst du dich mit Christoph sicherlich auch mal kurz schließen. Das ist auch etwas, wo wir bei uns in der Vermögensverwaltung auch ja, Daten, Ressourcen aufbauen, weil Backtests sind natürlich auch, das hast du kurz gesagt, da würde ich das dann auch direkt nochmal abschließen wollen, weil du es auch vorhin mit den Slippage erwähnt hast, mit dem Spread, den wir haben. Man muss natürlich sagen, solche Backtests sind natürlich dann tatsächlich, sag ich mal, klassisch gerechnet und man bekommt in der Regel den Ausführungspreis, deswegen hast du ja den Spread auch automatisch schon größer gemacht. Aber in der Realität, gerade wenn es eben auch stürmisch wird, auch wenn wir positives Slippage weitergeben, gibt es natürlich auch negatives Slippage und man wird auch gerade jetzt im Kontext von zum Beispiel größeren Order-Positionen dann auch schon anders ausgeführt, als wenn man jetzt, ich sage es mal pauschal, wenn du 1000 CFDs auf ein Price-Level raushaust, dann kriegst du den im Demo und kriegst du den beim Backtest ausgeführt. Aber 1000 CFDs entsprechend schon einem Volumen, das kann man jetzt entsprechend hochrechnen, da kann man gleich am Future-Markt handeln. Da wirst du wahrscheinlich nicht diesen Ticketpreis bekommen, der im Backtest durchläuft oder auch zum Beispiel auf dem Demo-Account. Das sind eben Sachen, die muss man wirklich berücksichtigen, um dann auch ab einem bestimmten Punkt, und das hast du ja auch sehr vernünftig erklärt, mit kleinen Positionen den EA laufen zu lassen. Und hier ist auch, denke ich, Diversifikationsoptionalität ein Trumpf, dass du auch viele EAs laufen hast, auch da diversifiziert zwischen Trendfolge oder Trendcounter, dass man einfach sagt, du hast da auch eine Vielseitigkeit, weil um Gottes Willen den heiligen Gral oder die eierlegende Wollmilchsau, verzeiht den Ausdruck, aber sowas gibt es natürlich nicht. Auch nicht den EA, den man einmal programmiert und der läuft sein Leben lang jetzt durch, weil Marktphasen verändern sich. Schaut euch Corona-Pandemie an, wir hatten den schnellsten Crash und die schnellste Erholung. Ich meine, damit hat keiner im Januar 2020 gerechnet, dass wir sowas erleben. Und da muss man auch immer, wie gesagt, abgesichert sein, nicht zu viel auf eine Karte setzen, diversifiziert, nicht zu viel Risiko. Aber das sind eben Punkte, wo wir auch bei uns im Trading Room übrigens immer ansprechen. Liebe Leute, schaut es auf die Website, auch da jeden Morgen 10 Uhr Live-Action mit den Profis. Und am Donnerstag werde ich da auch zum Forex-Markt nochmal mein Bestes geben. Also insofern wird es da spannend. Ansonsten denke ich, Christoph, die Fragen soweit, wie gesagt, von dir schon mehr oder weniger abgeholt im Rahmen deiner Abschlussbemerkungen, wenn ich das jetzt hier sehe. Michael sagt direkt schon mal Danke, Günther auch. Dann hast du ja auch fast schon das Schlusswort ergriffen, meine ich vorhin, oder Christoph? Ja, also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf Kommunikation mit euch und ich wünsche euch alles Gute, beste Trading-Erfolge und einen glücklichen Tag. Super, super. Dann,
Erstmal vielen Dank für deine Zeit, Christoph. Wie gesagt, kostbarste Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen was über 60 Minuten abgeliefert, aber das war mir auch ein Anliegen, dass wir das schaffen. Intro lang hin oder her. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, liebe Leute. Bleibt zu uns bei JFD treu. Ich denke, wir werden auch einiges mehr mit Christoph noch machen. Auch wieder mal Live-EA-Programmierung nach Wunsch und. Und insofern wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt einen schönen Dienstagsausklang. Christoph, vielen Dank nochmal für deine Anwesenheit. Wir schalten gleich die Systeme off und dann wünsche ich dir noch einen schönen Mittagsschmaus nach Möglichkeit, nicht wahr? Ja, genau. Jetzt geht's zum Mittagessen. Dankeschön. Und Super. dir einen schönen Bis Abend, bald. Chris. Bye bye. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, alle.